Noch rund anderthalb Jahre, dann finden die nächsten Bundestagswahlen statt. Von heute an stehen die entsprechenden Regeln dafür auf dem Prüfstand. Konkret geht es um die Wahlrechtsreform, die die Ampelparteien im vergangenen Jahr beschlossen hatten. Das Ziel damals unter anderem, die Zahl der Sitze hier im Bundestag zu deckeln. Gegen die neuen Regeln hatten unter anderem die bayerische Staatsregierung, die Unionsfraktion im Bundestag und die Linkspartei geklagt, aber auch Privatpersonen und Vereine. Gute Stimmung herrschte bei den Klägern im Oktober 2023. Damals reichte der Verein Mehr Demokratie gemeinsam mit mehr als 4000 Bürgern Verfassungsbeschwerde gegen das neue Wahlrecht ein. Sie richtet sich gegen die 5%-Hürde. Wir sind nämlich der Auffassung, dass mit der letzten Wahlrechtsreform aus der 5%-Hürde eine übermäßig harte Hürde geworden ist. Es drohen Millionen Wählerinnen und Wählerstimmen verloren zu gehen. Und deswegen sind wir der Auffassung, das Bundesverfassungsgericht muss diese Hürde jetzt überprüfen. Das neue Wahlrecht legt fest, der zuletzt überbordende Bundestag soll künftig eine feste Größe von 630 Sitzen haben. Eine Partei bekommt davon nur so viele Sitze, wie ihr nach dem Zweitstimmenergebnis prozentual zustehen. Mit der Zweitstimme werden also die Parteien gewählt. Mit der Erststimme werden auch weiter direkt in den Wahlkreisen Abgeordnete gewählt. Aber nicht alle Wahlkreissieger müssen auch automatisch einen Sitz im Bundestag bekommen, sondern eben nur so viele, wie es das Zweitstimmenergebnis ihrer Partei auch hergibt. Überhang- und Ausgleichsmandate wie früher gibt es künftig nicht mehr. Die 5%-Hürde bleibt bestehen, gleichzeitig fällt die Grundmandatsklausel weg. Durch sie konnten bisher auch Parteien unterhalb der 5%-Hürde in den Bundestag einziehen, wenn sie mindestens 3 Wahlkreise gewonnen haben. Das gibt es nicht mehr. Und das sehen vor allem CSU und Linke als großen Nachteil. Sie haben ihrerseits auch Klage in Karlsruhe eingereicht. Das Bundesverfassungsgericht wird sich also heute und morgen ganz grundsätzlich mit dem neuen Wahlrecht beschäftigen. Und bevor in Karlsruhe heute früh die Verhandlung begonnen hat, die 2 Tage dauern soll, sind der Unionsfraktionsvorsitzende Merz und der Chef der CSU-Landesgruppe Dobrindt vor die Presse getreten. Und auch Vertreter der Ampelparteien haben ihre Wahlrechtsreform verteidigt. Die CSU möchte ihre Sonderlocken im Wahlrecht behalten. Wir haben ja eine Verzerrung der Mehrheitsverhältnisse zugunsten der CSU. Dagegen klagen die jetzt. Wir sagen, es ist in Ordnung, solche Sondervorteile dann auch zu beenden. Wir wollen ein faires Wahlrecht, das haben wir geschaffen. Und deswegen sehen wir gelassen diese Überprüfung durch das Gericht entgegen. Die Frage der Größe des Deutschen Bundestages war immer auch eine Frage nach der Reformfähigkeit der deutschen Politik insgesamt. Die Menschen in Deutschland haben kein Verständnis dafür, wenn der Deutsche Bundestag immer größer wird. Und deswegen hat sich die Koalition entschieden, am Anfang der Legislaturperiode eine Reform des Bundestagswahlrechts auf den Weg zu bringen. Die Zahl der Abgeordneten wird künftig gedeckelt sein bei 630. Das sind über 100 Sitze weniger als im derzeitigen Deutschen Bundestag. Wir begrüßen außerordentlich, dass diese Reform auch angegriffen wird. Weil nach der Härte der Auseinandersetzung, nach den verbalen Entgleisungen, die wir teilweise auch im Parlament erlebt haben, reduzieren wir heute den Streit auf den Kern, um den es geht, nämlich auf die rechtlichen Fragen, was ist verfassungsrechtlich geboten, was ist wahlrechtlich eben entsprechend geregelt worden und nicht, was ist politischer Vorwurf an dieser Frage. Wir sind uns mit der Koalition völlig einig, dass der Deutsche Bundestag kleiner werden muss. Aber wir haben immer wieder auch Vorschläge gemacht, wie das gehen könnte im bestehenden Wahlrecht, im bestehenden Wahlsystem. Das ist von der Koalition allesamt abgelehnt worden. Sie wollten ein anderes Wahlrecht. Und das steht heute hier zur Überprüfung. Der Wettbewerb wird unzulässig eingeschränkt. Wir können das an einem Beispiel sehr, sehr einfach sehen. In Bayern bei der CSU können alle Wahlkreise gewonnen werden. Und trotzdem könnte kein einziger Kandidat in den Deutschen Bundestag einziehen. Das trifft nicht nur die CSU, sondern auch andere Parteien. Und allein daran sieht man schon, dass der Wille, der Wählerwille nicht mehr im Parlament Berücksichtigung findet. Das ist schlichtweg ein unzulässiger Eingriff. Der Wählerwille wird zukünftig nicht mehr zwingend abgebildet im Deutschen Bundestag. Es geht also um den Wählerwillen heute, wenn man es ganz groß sehen will, vor dem Bundesverfassungsgericht. Und darüber spreche ich jetzt mit dem ARD-Rechtsexperten Frank Bräutigam in Karlsruhe. Ja, warum wird über das Thema Wahlrecht eigentlich ja im Grunde seit Jahrzehnten immer wieder gestritten, nicht nur in der Politik, sondern eben jetzt auch vor dem Verfassungsgericht?
Ja, weil das Wahlrecht in der Demokratie einfach eine besonders wichtige, aber auch besondere sensible Sache ist. Für die Perspektive der Politik geht es ja immer darum, wie werden Mandate verteilt, auf welchem Weg. Insofern ist da schon immer ein wenig argwöhnisch beäugt worden, was macht eine Regierungsmehrheit, wie verteilt sie die Mandate, wird vielleicht jemand dadurch benachteiligt. Und das Bundesverfassungsgericht war auch schon immer ein wichtiger Player. Denn es hat die Wahlrechtsreform immer sehr genau kontrolliert mit dem Argument, die Politik entscheidet da irgendwie in eigener Sache, dann muss das Gericht auch genau drauf gucken. Und das hat auch dazu geführt, dass dieses Wahlrecht nicht immer einfach zu verstehen war und wirklich schwere, tiefgreifende Probleme aufgeworfen hat. Jetzt haben wir so einen Systemwechsel hier und das Verfassungsgericht muss jetzt darauf schauen, auch mit Blick auf die nächste Bundestagswahl. Genau, die Ampelkoalition hat versucht, das Wahlrecht zu vereinfachen, um damit am Ende auch den Bundestag zu verschlanken. Rund 100 Mandate weniger, am Ende ja 100 Jobs für Abgeordnete, wenn man es mal ganz schlicht sagen möchte. Was ist denn der Kern dieses neuen Wahlrechts? Also es geht um zwei Punkte. Einmal spielt die Wahl der Wahlkreisabgeordneten künftig nicht mehr so eine wichtige Rolle. Entscheidend für die Frage, wie viele Mandate bekommt eine Partei, ist die Zweitstimme. Die teilt das auf und so wird das zugeteilt. Der Wahlkreisabgeordnete, der seinen Wahlkreis gewonnen hat über die Erststimme, der hat nach dem neuen Recht nicht mehr die Garantie, auch sicher in den Bundestag einzuziehen, anders als früher. Zweiter Punkt, es gibt ja die 5%-Hürde. Nur wer sie übersteigt, kommt in den Bundestag, früher mit einer Ausnahme. Wenn eine Partei in drei Wahlkreisen die Direktmandate gewonnen hatte, dann zog sie mit ihrem Ergebnis in den Bundestag ein. Beispiel Die Linke. Diese Grundmandatsklausel wurde gestrichen und da ist das Kernargument der Linken, aber auch der CSU, dadurch ist diese 5%-Klausel verschärft worden. Es fallen, sagen sie, zu viele Wählerstimmen unter den Tisch, werden nicht mehr gewertet. Also das ist so im Kern, sind das die Angriffspunkte hier in Karlsruhe. Das ist ja vor allen Dingen ein Kritikpunkt, der relativ kleine Parteien betrifft. Was ist dann aber mit der Union oder mit der Linken und der CSU? Die haben ja auch geklagt. Darum geht es um diese Parteien, die Linke und die CSU. Denn die CSU hatte zum Beispiel bei der letzten Bundestagswahl bundesweit gesehen 5,2%, war also über der 5%-Hürde. Sollte sie aber nur in einem Szenario bei der nächsten Wahl unter die 5%-Hürde fallen, wäre sie dann aus dem Bundestag raus, weil die traditionell vielen Direktmandate, die die CSU gewinnt, dann einfach nicht mehr zählen würden. Und das ist das Spannende auch neben dem Klein-Klein an diesem Verfahren. Diese 5%-Hürde, die wir ja alle schon seit langem kennen und die es gibt, die ja auch den Zweck hat, dass ein Parlament nicht zersplittert, das lässt sich ja auch gut hören, ist die nach diesem Systemwechsel noch in Ordnung? Also das wird sich das Verfassungsgericht jetzt vornehmen, diese Prüfung, immer mit Blick darauf, dass ja erstmal jede Wählerstimme zählen muss und es nicht zu viele Stimmen geben darf, die unter den Tisch fallen. Also das ist so dieses Spannungsfeld und es ist ein sehr großes und wichtiges. Nicht nur Parteien haben geklagt, sondern auch 4000 Bürgerinnen und Bürger. Worum geht es denen? Die erweitern dieses Thema genau auf die Bedeutung der Stimme jeder Wählerin und jedes Wählers. Die sagt, Systemwechsel im Wahlrecht, das ist schon okay, aber man muss schon begründen, dass nicht zu viele Stimmen der Wählerinnen und Wähler nicht mehr wichtig sind. Und deswegen greifen sie gerade im Kern diese 5%-Hürde an. Und sie könnten sich vorstellen, dass man die zum Beispiel absenkt auf 4 oder 3%, immer mit dem Ziel, dass jede Stimme möglichst viel Wert hat. Wie läuft das Gerichtsverfahren jetzt ab in Karlsruhe? Also es gibt eine mündliche Verhandlung heute und morgen, also nur an diesen beiden Tagen. Und hinter mir im Gerichtssaal tauschen die verschiedenen Parteien, also Befürworter des Systems, Kritiker, ihre Argumente aus. Und die Richterinnen und Richter fragen nach. Das, weil es so ein dickes Brett ist, wird 2 Tage dauern. Und dann beraten die Richterinnen und Richter. Und schon in wenigen Monaten, denke ich, wird es dann ein Urteil geben, weil man muss Sicherheit haben, welches Wahlrecht gilt. Rechtzeitig, am besten 1 Jahr vor der nächsten regulären Bundestagswahl im Herbst 2025. Insofern in wenigen Monaten rechnen wir dann schon mit einem Urteil über die hier strittig verhandelten Fragen. Frank Bräutigam, danke für diese Erklärung nach Karlsruhe.